beziehungsweise die Direktsaatmaschine hätten wir eigentlich gleich auffüllen können, ne? Naja, egal. Ich fahre die einmal, das habe ich auch schon bei vielen Streamern gesehen, die fahren immer hier durch. Und dann, ist ganz, ganz geschickt, ist halt so ein bisschen Frauenparkplatz-light, ne? Oh. Nur ich, selbst, also ich bleib natürlich, gleich hängen. Obwohl das ein Frauenparkplatz ist, bleibt Tizian gleich wieder hängen. Natürlich. 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 So passiert das halt, ne? So. So, zack. Einmal das abgehangen. Händler vom Hof. Wir müssen noch Gerätschaften abholen. So, du bist fertig, das weiß ich. Du bist hier beim Händler schon wieder angekommen. Das ist sehr cool. Dann können wir dir gleich das nächste Gerät anspannen. Und zwar die nächste Direktsaatmaschine. Die nächste Direktsaatmaschine. Zack. Und genau, einmal wieder in die Strecke, der Händler zum Hof. Dann kannst du Gast geben und sag mir Bescheid, wenn du da bist. So, du stehst immer noch an dem Wartepunkt. Ah, wir haben hier auch einen Truck, ne? Ja, ne, mit dem Truck will ich das nicht einfahren. Noch nicht. Also den Truck sehe ich momentan noch für andere Aufgaben. Den will ich jetzt noch nicht so am Feld einsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Händler vom Hof, genau, diese Strecke. Habe ich den anderen Grubber schon hier? Ja, da vorne steht der andere Grubber. Dann kann ich den Grubber auch da gleich zustellen. Das ist interessant, dass er da gerade einen Streifen freigelassen hat, sehe ich gerade. Was hat er da gemacht? Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da hat wohl irgendwas nicht gepasst am Anfang. Da ist er wohl irgendwie, durcheinander gekommen, der Kollege. So, Händler vom Hof. Und tschüss, sag mal Bescheid, wenn du da bist. So, du wartest immer noch am Überladepunkt. Und ich habe hier keinen Traktor, den ich da hinschicken kann, ne? Aber den, ich kann das mit dem Mähdrescher so einigermaßen ausklabüstern, ne? So einigermaßen gucken, wie das... Obwohl, ne, wir fahren den Mähdrescher einfach erstmal nach Hause wieder. Beziehungsweise, was können wir eigentlich mit dem Mähdrescher als nächstes machen? Was haben wir denn so als erntereife Felder noch? Hier unten sind natürlich ganz viele noch. Was ist denn auf 2 drauf? Auf 2 ist Gerste, okay. Dafür habe ich jetzt nicht das Schneidwerk. Was ist auf 1? Auf 1 ist Weizen, dann habe ich auch nicht das richtige Schneidwerk. Was ist auf 10? Auf 10 ist auch Gerste. 22 ist Raps. 30 ist auch Raps. Das ist Gerste, das war auch fertig, ne? Und 28 ist grundsätzlich wussten Mais. Mais ist kein Mais fertig, oder what? Also Mais sind hier hinten die Felder und die sind alle nicht fertig. Alles klar. Die sind alle nicht fertig. Das heißt, wir müssen eh ein anderes Schneidwerk holen, dass wir da zurechtkommen. Ich hätte aber gerne... Ja, ich will den Mähdrescher eigentlich nicht zu Fuß zurückfahren. Oder nicht händisch zurückfahren. Oh, ich habe dir nicht gesagt, dass du Bescheid sagen sollst, wenn du da bist, ne? Deswegen bist du da vorgefahren. Mal gut, dass dann auch die Seemaschinen stehen. Ansonsten, ansonsten wäre er sonst wohin gefahren, ne? Dann wären wir wahrscheinlich schon wieder zurückgefahren zum Hof und dann nochmal die ganze Strecke abgefahren. Dann hätte die ganze Strecke nochmal abgefahren. Das passiert manchmal. Händler zum Hof. Muss man halt immer darauf achten, wenn man es einstellt, dass man ihm sagt, dass er einen Bescheid sagen soll, wenn er am Trigger ist. So, was mache ich jetzt mit dir? Ich bräuchte eigentlich jemand, der einen Anhänger dabei hat und dich da irgendwie unterstützt. Ich glaube, das machen wir mit dem hier. Ich werde den Kollegen jetzt gleich mit einem Anhänger losschicken zum Feld 4. Oh, der CR10 hängt schon wieder fest. Hat sich aber selber befreit, alles klar. Ja, hat schon wieder durch den Reifen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er schon wieder oben beim Haus ist und versucht da zu wenden. Und er da gegebenenfalls Probleme kriegt gerade. Wahrscheinlich sich schon wieder festkeilt oder so. Naja. Müssen wir uns gleich mal angucken. Die Seemaschinen sind zu breit für diese kleine Durchfahrt. Und ich werde das auch zukünftig, glaube ich, nicht nutzen, da andauernd durchzufahren. Ich werde mir da mal... Vielleicht baue ich mir hier irgendwas anderes hin. Ich habe da von den einen oder anderen schon gesehen, dass die sehr, sehr coole, platzierbare Gebäude hingebaut haben. Vielleicht ist das auch eine gute Lösung für mich. So, wir wollen jetzt zum Feld 4, ist es, glaube ich, ne?
Feld 4 vom Hof, genau. Ich mache erstmal eine Überführung ganz normal und du kannst anfahren und los geht er. Siehst du, das habe ich mir doch schon gedacht. Dass hier sowas artähnliches, dass hier sowas passiert ist. Ich würde gerne rückwärts fahren mit dir. Können wir das Ding irgendwie runterschubsen? Aber wenn ich das jetzt von hier schubse, ne? Dann weiß ich doch jetzt schon, dass es gleich. Es hat keinen Sinn. Ich werde es zurücksetzen. Ich werde es einfach zurücksetzen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, da jetzt großartig rumzudoktern. Das kann mir gleich einer. Irgendwo muss ein Deutz ja auch gleich da hinten sein beim Händler, glaube ich. Der kommt jetzt erstmal wieder nach Hause zurück mit der nächsten Seemaschine. Ich glaube, beim Händler steht jetzt noch eine Seemaschine und ein Striegler, ne? Und jetzt natürlich das Schneidwerk. Das heißt, die beiden Sachen müssen wir jetzt gleich noch abholen. Und dann haben wir auch erstmal das ganze Equipment, was ich mir so zugelegt habe, nach Hause geholt. Sozusagen. So, zack. So, der kann jetzt wieder zurückfahren. Händler vom Hof, genau. Die Strecke, tschüss. Ah, du bist hier gerade beim Händler, das ist sehr gut. Denn kannst du das Schneidwerk mal schnappen und damit zum Feld fahren. Da werde ich jetzt selber mal hinfahren müssen, weil das ist natürlich eine Strecke, die ich noch nicht eingespeichert habe. Die ich in dem Sinne noch nicht eingespeichert habe. Und die wird er mal schnell selber abfahren müssen. Leider. Leider. Aber dafür kann ich ihn später, wenn ich das Schneidwerk beim Feld abgegeben habe und er dann wieder auf dem Highway ist, dann kann ich ihn wenigstens über die andere Strecke wieder zurückschicken. Das ist aber auch ein riesen Oschi, das Schneidwerk, ne? Das wirkt an dem Mähdrescher wirkt das immer so klein. Aber wenn man sich das jetzt hier mal an einem Traktor anschaut, dann wow. Möp, ich hab's eilig. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr darauf bedacht, so wenig wie möglich selber zu fahren. Aber es gibt natürlich immer mal wieder die ein oder andere Strecke, die ich einfach, was ich einfach nicht abgeben kann, ne? Deswegen tut's mir leid, dass es halt so vorkommt. Aber ich glaube, das ist insgesamt nicht so. Also, ich hoffe mal, dass ihr es nicht so schlimm findet. Ne. Muss mal gucken, wie sich das Projekt auf der Gemeinde Rade weiterentwickelt. Ich selber habe momentan noch ein bisschen Schwierigkeiten damit, die Story aufrechtzuerhalten. Ich gebe mir da größte Mühe, aber manchmal habe ich halt selber so ein bisschen Absacker da drin. Ich versuche gerade so ein bisschen eine Möglichkeit zu finden, wie ich die Story noch ein bisschen aufleben lassen kann. Aber da muss ich mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Vielleicht gibt es da ja noch so die. Vielleicht habe ich da noch die ein oder andere Idee. Also, ich habe da noch ein, zwei Ideen auf jeden Fall. Mal gucken, ob das dann auch tatsächlich dazu beiträgt, die Story weiter aufleben zu lassen. Müssen wir mal schauen. Also, ich denke nicht, dass ich die Gemeinderade jetzt so schnell wieder einstellen werde. Ich finde die Map eigentlich ziemlich cool und das, was ich da mache, gefällt mir eigentlich auch. Mal gucken, wie das zukünftig bei euch so ankommt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn natürlich wenn es nicht so häufig geguckt wird wie andere Let's Plays, dann stelle ich es natürlich ein. Das wisst ihr ja von mir, dass ich da nicht dass ich mir selber immer eine gewisse Benchmark setze, was ich dann erreichen möchte. Und wenn das dann halt nicht reinkommt sozusagen, dann ist das kein Problem. Dann sage ich auch, okay, dann war das halt nicht so toll. Ne? Aber wie gesagt, das gucke ich mir jetzt noch an. Das sind jetzt, also wo ich das aufnehme, sind ganz, ganz viele Folgen noch auf YouTube. Ich glaube so 5 oder 6 Stück. Also von dem her ist es noch ein bisschen, bis da keine Folgen mehr sind. Und deswegen
sollte das kein Problem sein. Serie 7 steckt den Verkehr fest. Könnte sein, dass das entweder der ist, der oben beim Feld 4 steht, oder beim Händler. Ich glaube, das ist aber der beim Händler, ne? Ja, ich glaube, der beim Händler hängt fest. Habe ich dem auch nicht gesagt, dass er warten soll? Ich dachte eigentlich. Oder habe ich immer, war das immer aktiviert und ich habe es dann deaktiviert in dem Moment, wo ich drauf geklickt habe? Ne, jetzt habe ich es aktiviert. Was ist da jetzt bei dem gerade eben passiert? Wieso bist du jetzt da so weitergefahren, so ganz komisch? Wieso konntest du jetzt nicht... Ist das hier nicht dein Kurs? Ne, ist es nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Händler vom Hof. Ach so, ich bin auch eine Kreuzung zu früh. Ich dachte, ich wäre schon an der richtigen Kreuzung vorbeigefahren. Ich bin eine Kreuzung zu früh gewesen, deswegen. Und deswegen. Es müsste noch eine Seemaschine müsste noch beim Händler stehen und der Striegler und dann war es das. So, hier ist aber richtig. Natürlich. Natürlich bleibst du jetzt auch mit deinem Gewicht hängen. Natürlich bleibst du auch mit deinem Gewicht hängen. So. Du bist... Ah, pass mal auf. Hier habe ich nämlich jetzt wieder wirklich vergessen zu sagen, dass er mir Bescheid sagen soll, wenn er am Trigger ist. So, wo sind jetzt... Hier ist der Trigger. Genau, den brauche ich jetzt. Jetzt holen wir hier mal den Striegler, weil wenn ich das... Wenn ich die andere Seemaschine da wegnehme und doch irgendwie nicht einstelle, dass der anhalten soll, dann würde er halt nirgendwo gegenfahren oder... Ja. Dann würde es halt nicht so gut funktionieren mit dem irgendwo gegenfahren. So, sag mir Bescheid, wenn du da bist. So, du wartest am Überladepunkt, genau. Und der Kollege hier, oder die Kollegin, möchte dich eigentlich abtanken. Dafür ist sie da. Das heißt, wir fahren jetzt ein bisschen weiter vor. Und hier werden wir abgetankt. Muss man ganz kurz gucken, was der jetzt hat. Die auf dem Bubble rauffahren, ne? Immer wieder auf dem Bubble rauffahren, das ist halt so eine... Deswegen wieder mein Appell an euch alle, wenn ihr die Fahrer startet, lasst sie mit einem gesunden Abstand zum ersten Bubble oder zu dem Bubble, wo er rauffahren soll, starten. Es kann gut sein, wenn er zu dicht dran steht, denn wenn er zu dicht dran steht, dass er sich dann im Kreis dreht, ne? Dass er sich im Kreis dreht und dann einfach nicht weiß, wo er hin soll, das kann halt sehr, sehr gut passieren. Händler zum Hof. So, das ist ein guter Abstand, ein gesunder Abstand. Der wird jetzt da sauber rauffahren auf den Bubble und ist alles cool. Warte mal ganz kurz, wo ist denn? Wo ist der andere Johnny? Da ist der andere Johnny. Hier ist nämlich auch deaktiviert, dass er ranfahren soll. Du hast deine Aufgabe erledigt, wobei ich schon sehe, dass du einige Sachen nicht gut gemacht hast, aber das ist erstmal egal. Jetzt wird es mich gleich mal interessieren, ob er jetzt nochmal ranfährt zum Abtanken. So, du kannst da stehen bleiben, du auch. Das brauchen wir für... Hierfür brauchen wir eine neue Strecke. Genau, hier wollen wir eine neue Strecke einstellen. Und zwar starten wir die Kursaufzeichnung. Ich hole mir ein paar Bubbles dazu. Und dann machen wir eigentlich eine enge Kurve hier. Dass wir gleich wieder zurückfahren können. Einmal wenden in keine Ahnung wie viel Zügen. Und fahren jetzt zum Hof wieder zurück. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, alles klar. Ist das hier die richtige Strecke? Ja, eine. Das sieht gut aus. Hier ein paar Sonnenblumen, ne? Das hat sich ja gar nicht gelohnt, meiner Meinung nach. Naja. Im Grunde kannst du jetzt die ganze Zeit einen Trecker unterwegs haben, der nur am Pflügen ist. Meiner Meinung nach. Also einen kannst du jetzt eigentlich die ganze Zeit immer losschicken und den pflügen lassen. Weil jetzt ja dadurch, dass wir zwei Erntemaschinen haben, werden wir jetzt ein Feld nach dem anderen abreißen, ne? Ein Feld nach dem anderen abreißen, dann kommt da wieder Zeug rauf, also neue Pflanzen.
Wir haben auch noch sehr viele Felder, die, die noch gar nicht bewirtschaftet worden sind, wie das hier, was einfach brach liegt. Das müssen wir auch abreißen, also einmal rüberflügen. Und ja, da müssen wir weiter gucken, ne? So. Zack. Jetzt haben wir nämlich hier. Das ist nämlich Feld 4 zum Hof. Feld 4 zum Hof. So. Dann darfst du einmal an der ganzen Geschichte hier vorbeifahren. Den kriege ich ja nämlich gleich. Dann werden wir ihn einmal abtanken. Der bleibt aber als Traktor zum Abfahren. Den schicken wir nämlich gleich rüber zum nächsten Feld. Aber jetzt werden wir nämlich uns dann Felder aussuchen, wo Gerste drauf ist oder so. So, einmal alles raus. Du bist hier. Dann können wir den einmal entlassen, den Kollegen. Und den Striegler stellen wir jetzt beiseite. Den brauche ich jetzt sofort nämlich auch noch nicht. Obwohl, vielleicht doch, ne? Haben wir irgendwo auf der Karte Pflanzen in der Wachstumsstufe? In der ersten... Ne, das ist erst eingesät, ne? Oder? Ne, das ist erst eingesät. Wir könnten das Feld 5 striegeln komplett. Genau, wir werden das Feld 5 jetzt striegeln. So, und da wir jetzt zum Feld 5 fahren, können wir auch gleich schon dafür eine Strecke festlegen. Und die wird artähnlich sein wie die zum Feld 4. Das ist ziemlich cool. Dann würde ich sagen, starte ich hier die Streckenaufzeichnung. Einmal kurz geguckt, dass da keiner kommt. Und wie wir sehen, kommt der Bubble natürlich wieder recht spät. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ich werde jetzt beim Striegeln... ich weiß nicht, ob ich jetzt beim Striegeln mit... Ich glaube, ich mache mit... ich mache mit Vorgewende, dass er mindestens einmal Vorgewende mitzieht. Ich glaube, das ist notwendig, weil nicht, dass er doch da auch irgendwo an einem Haus hängen bleibt oder so. So, zack, hier einmal rüber. Was ist denn auf dem Feld 5 eigentlich? Nicht, dass ich da irgendwas rüberstriegel oder irgendwie striegel, obwohl das eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist eine Frucht, wo man striegeln kann, ne? Also man kann alles striegeln, grundsätzlich. Das Spiel verbietet es einem nicht. Ah, das sieht gut aus, das ist eine gute Frucht. Guck mal, dann machen wir hier Feierabend. Zack. Und dann ist das nämlich Feld 5 vom Hof. So, ist ja Feld 5, wo ich hier bin, ne? Ja, genau. So, dann kommt der Kurs raus. Wir machen Feldarbeit. Wir sind auf dem Feld 5 unterwegs. Wir starten Südwesten. Ich fahre Richtung Norden. Ich nehme einmal Vorgewende mit. Genau, das passt. Da vorne ist das Vorgewende. Da vorne ist der Start. Das heißt, ich setze ihn auch vor dem Bubble erst drauf. Ja, ich nehme jetzt nicht... Ich mache das jetzt nicht, dass die... ich lasse ihn jetzt nicht von da hinten fahren und er muss ja drehen und sonst irgendwas. Ich setze ihn schön anständig drauf. So, du bist hier angekommen. Dann kommst du auch einmal raus. Kommt die Seemaschine erstmal beiseite. Und ich würde dich am liebsten... Ich stelle dich da gleich mal beim Düngerstreuer hin. Weil den sollst du gleich bekommen, den Düngerstreuer. Aber vorher müssen wir noch eine andere Geschichte machen. Vorher brauchen wir nämlich noch... vorher muss ich noch das Feld komplett fertig flügen. Da sind ja so ein paar Stellen, die jetzt nicht so schön geworden sind. Wenn wir mal ehrlich sind. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast.